Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Da hat es einen schweren Unfall in einem sowjetischen Kernkraftwerk gegeben, in Tschernobyl in der Ukraine, nördlich von Kiew. Aber aus dem Lande selbst kamen bisher nur dürftige Informationen. Es ist noch nicht einmal offiziell bekannt, wann das Unglück geschah. Vermutet wird der vergangene Samstag. Fest steht, dass das Gebiet um Tschernobyl im Umkreis von 30 Kilometern gesperrt ist. Am Abend meldete TASS, zwei Menschen seien ums Leben gekommen, mehrere Siedlungen evakuiert. Aus Moskau, Peter Bauer. Der Energiebedarf der Sowjetunion ist unermesslich. Seit vielen Jahren schon setzt sie, da Kohle und Wasserkraft nicht ausreichen, deshalb auf Kernkraft. Über 25 Kernkraftwerke sind derzeit in der Sowjetunion in Betrieb. Diese kurze Reportage brachte das sowjetische Fernsehen im September 1983. Sie zeigt den Ausbau des Atomkraftwerks Tschernobyl auf 4 Reaktoren. Der erste hatte bereits 1977 die Arbeit aufgenommen. Zwei weitere sollen noch folgen. Tschernobyl mit einer Leistung von jetzt 4000 Megawatt ist derzeit das größte KKW in der Ukraine. Der laufende 5-Jahr-Plan sieht den weiteren Ausbau der Kernkraft vor. Bis zum Jahre 1990 sollen jährlich 390 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Atomkraftwerken gewonnen werden, vor allem im dichter besiedelten europäischen Teil der Sowjetunion. Ob die heutige Meldung über die Katastrophe in Tschernobyl, zu der sich die Sowjetunion nach der überhöhten Radioaktivitätsfeststellung in Skandinavien gezwungen sah, zu einem Rückschlag oder zu einer Verlangsamung beim Kernkraftwerksbau führen wird, dürfte kaum anzunehmen sein. Zu stark hat sich die Sowjetunion nämlich in Abhängigkeit vom Atomstrom begeben. Guten Abend, Peter Bauer in Moskau. Weiter Rätselraten, also Sie sitzen zwar am nächsten dran sozusagen, aber eigentlich doch sehr auf dem Trockenen. Was gibt es Neues? Ja, die Informationen in Moskau fließen spärlich. Amtliche Informationen gibt es nur diese einzige von heute Abend. Bei uns gibt es hier in Moskau keinen freien Journalismus wie im Westen, wo sich Journalisten darum bemühen, die Öffentlichkeit zu informieren und an Informationen zu kommen. Die Information, die die Regierung heute Abend gegeben hat, die Erklärung ist amtlich. Und darin heißt es ganz kurz in 4 Punkten, ein Reaktorgebäude in Tschernobyl sei zerstört worden, der Reaktor selbst beschädigt, eine gewisse Menge radioaktiver Stoffe sei entwichen, es habe 2 Tote gegeben und die Kraftwerksiedlung und 3 Dörfer seien evakuiert worden. Was hat man sich denn darunter vorzustellen? 3 Dörfer evakuiert worden, wie sieht die Gegend um den Reaktor aus? Könnten Sie das ein bisschen näher skizzieren? Darüber gibt es natürlich keine Bilder, keine Außenaufnahmen, schon gar nicht keine aktuellen Bilder. Allerdings dieses Gebiet der Ukraine ist reines Flachland von Flüssen und Bächen durchzogen. Das Gebiet ist relativ dicht besiedelt und ganz in der Nähe liegt die 2-Millionen-Stadt Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Bei uns gibt es eine Meldung von UPI mit allem Vorbehalt. Aus Kiew will man erfahren haben, dass etwa 2000 Menschen ums Leben gekommen sind. Wissen Sie darüber etwas? Gott, was soll man dazu sagen? Das sind Versuche westlicher Korrespondenten hier aus Moskau an Informationen heranzukommen. Man sollte sich an die offiziellen Meldungen halten, die die Agentur TASS gibt. Allerdings diese auch mit aller Vorsicht genießen, genauso wie diese Meldungen, die von mangels direkter, exakter Informationen von westlichen Korrespondenten hier herangezogen werden. Ganz kurz noch, Peter Bauer, Sie haben schon in Ihrem Stück gesagt, dass sich an der Energiepolitik der Sowjetunion vermutlich nichts ändern wird. Sollte dieses Unglück aber doch größere Ausmaße annehmen, als bisher man das so vermuten kann, ist da nicht doch eine Umkehr denkbar? Das ist reine Spekulation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sowjetunion ihre Pläne, ihre 5-Jahr-Pläne ändern wird. Es sei denn, dass sie durch diesen Unfall zu einer Erkenntnis gekommen ist, dass sie die Atomkraft nicht sicher beherrscht. Schönen Dank, Peter Bauer nach Moskau. Man ist also, meine Damen und Herren, weitgehend auf Hinweise in westlichen Ländern angewiesen. Und da meint die Fachwelt, Indizien für den sogenannten GAU zu haben, den größten anzunehmenden Unfall. Wenn in diesem Kernkraftwerk, dessen Typ nur in der Sowjetunion gebaut wird, der Reaktorkern durchgeschmolzen sein sollte, wenn durch einen Brand unkontrolliert radioaktive Strahlen frei würden. Informell wurde heute bei schwedischen und deutschen Stellen um Expertenhilfe nachgesucht. Was kann passiert sein? Rüdiger Hoffmann ging dem nach.
Das ist die aus 4 Reaktoren bestehende Anlage in Tschernobyl, einer der größten, aber auch ältesten Atommeiler in der Sowjetunion. Nach Angaben westlicher Experten werden diese Reaktoren neben der Stromerzeugung hauptsächlich zur Herstellung von Plutonium für militärische Zwecke genutzt. Und das ist der Kontrollraum des Unglücksreaktors vom Typ RBMK-1000. Die Sowjetunion betreibt 18 solcher Kraftwerke mit insgesamt 47 Graphit-Wasserreaktoren. Auch wenn der RBMK-1000 von westlichen Kraftwerksbauern spöttisch als Primitivreaktor belächelt wurde, dank solcher Anlagen peitschte die Sowjetunion den Anteil ihres Atomstroms in kurzer Zeit auf über 10% und produzierte Plutonium für die Militärs. Bislang hatte man Glück mit solchen Einfachreaktoren. Doch als der Super-GAU da war, herrschte Ratlosigkeit in der Sowjetunion. Wie löscht man brennendes Graphit in einem Kernkraftwerk? Das haben sich heute auch westliche Fachleute gefragt. Die Kölner Gesellschaft für Reaktorsicherheit war eine gesuchte Adresse. Als deren Chef, Professor Birkhofer, mit einem Atomkollegen telefonierte, hatte er gerade einen sowjetischen Diplomaten verabschiedet, der bei den Kölner Experten um Rat gefragt hatte. Was eigentlich geschehen war, das konnte er auch nicht sagen. Ja. Aber ich krieg nichts raus. Ich habe noch mit dem Konstantinow gerade gesprochen, gell? Das ist der Chefentwickler gewesen. Der ist jetzt Generaldirektor der IAEA. Nix. Die offizielle Funktionsstudie des RBMK 1000. Das, was Atomstatistiker ins Reich des Unwahrscheinlichen gerechnet hatten, ist Realität geworden. Die Katastrophe hat die Statistik eingeholt. Ich vermute, dass hier ein Schaden im Kühlsystem eingetreten ist, was dazu geführt hat, dass Kühlwasser ausgetreten ist. Auch die russischen Reaktoren haben für diesen Fall Notkühleinrichtungen, die Wasser nachspeisen sollen. Offensichtlich hat das nicht funktioniert, es ist nicht nachgespeist worden. Und es kam zu einer Überhitzung der Brennelemente. Und es kam schließlich aufgrund eines anderen Vorfalls, den ich aber nicht näher weiß, offensichtlich zu einem Leck in der Blechbüchse, wenn ich so sagen darf, also die den Graphitmantel umgibt, da ist eine Blechhaut, die beschädigt worden ist, sodass Luft zutrat und es damit zu einer Überhitzung des Graphits und zum Brand kam. Ein Durchschmelzen des Reaktorkerns war die Folge, Albtraum für alle Atomingenieure. Große Mengen radioaktiver Strahlen wurden frei und verseuchen jetzt die Umwelt. Was mit den Menschen in und um den Reaktor geschah, kann nur vermutet werden. 2 Tote hat man offiziell bestätigt. Fachleute rechnen mit weit mehr. Über die Zukunft der radioaktiv Verseuchten in der Umgebung kann nur spekuliert werden. Keine schönen Aussichten. Zehntausende von Menschen sollen mittlerweile evakuiert worden sein. Wer kann eigentlich sicher sein, dass so etwas bei uns nicht auch einmal passiert? Nun haben sich aber heute schon Kollegen von Ihnen zu Wort gemeldet, die beispielsweise sagen, Kalka, Hamm-Üntrop, übrigens auch ein graphitmoderierter Reaktortyp und andere sind ähnlich gefährdet und ein Unfall wie in der Sowjetunion wäre auch in der Bundesrepublik, beispielsweise im schnellen Brüter von Kalka oder in Hamm-Üntrop, denkbar. Nein. Wir haben gerade in der Bundesrepublik Deutschland seit einer Reihe von Jahren ein international sehr breit angelegtes Sicherheitsforschungsprogramm, wo wir auch derartige Unfälle untersucht haben. Nicht Unfälle wie in Kiew, sondern Unfälle, die beispielsweise zur Freisetzung von Spaltprodukten bei unseren Anlagen aus dem Reaktorkern, und zwar jetzt nur theoretisch, hypothetisch führen könnten, und konnten dann zeigen, dass die radioaktiven Spaltprodukte in den massiven Reaktorgebäuden, Sie kennen vielleicht die Kugeln, die Sie ja oft sehen in der Landschaft, nicht oft sehen, aber zumindest am Fernsehen ab und zu sehen, dass die hier voll zurückgehalten werden. Selbstbewusst haben sich bislang auch östliche Atomexperten gegeben. Was die Sicherheit von Atomreaktoren in der Sowjetunion angehe, so sei diese aufgrund eines weiten Spektrums von Maßnahmen gewährleistet, hieß es vor kurzem noch in der Zeitschrift der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien. In Bonn aus dem Bundesinnenministerium und dem Forschungsministerium hieß es heute, in der Bundesrepublik könne ein Reaktorunfall wie in der Sowjetunion ausgeschlossen werden. Die deutschen Kernkraftwerke hätten einen ganz anderen Sicherheitsstandard. Die ersten Hinweise auf das Unglück von Tschernobyl kamen von Luftmessungen in skandinavischen Ländern. Die radioaktive Wolke schob sich nach Nordwesten vor, erhöhte radioaktive Strahlungen in Schweden, Finnland und Dänemark. Nach Angaben von Meteorologen zieht die Wolke inzwischen wieder zurück. Auch in der Bundesrepublik macht man sich Sorgen. Hochbetrieb in der Essener Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes. Zahlreiche Anrufer wollen seit gestern Abend Genaueres über die Bedeutung des Wetters nach der Katastrophe in der Ukraine wissen.
Fest steht für die professionellen Wetterfrösche, dass es vor allem an der Luftströmung und der Windrichtung lag, dass die Strahlenwolke vor allem über Skandinavien deutlich messbar war. Seit Dezember 1959 ist der Deutsche Wetterdienst gesetzlich zur Radioaktivitätsmessung und Überwachung verpflichtet. In Essen wird die Strahlenaktivität in der Luft und im Regenwasser täglich gemessen. Aus den letzten Messungen geht hervor, dass bislang so gut wie keine erhöhte Strahlung in der Bundesrepublik registriert wurde. Doch noch soll das Kraftwerk Tschernobyl weiterbrennen, immer mehr Emissionen jagen in die Luft. Falls wir weitere Aussendung von radioaktivem Material haben, ist es durchaus möglich, dass diese Schadstoffe dann auch im weiteren Verlauf, falls sich die Strömung auf östliche Richtungen einstellt, dann auch bis bei uns zeigen werden. Ist denn damit nach Ihren Vorhersagen zu rechnen mit der östlichen Strömung? In den nächsten Tagen, muss man sagen, wird sich ein Hochdruckgebiet ausbilden und es wird tatsächlich in den Höhen eine östliche Strömung sich langsam einstellen. Allerdings gehen über die Strahlenintensität dieser Wolke die Meinungen weit auseinander. Die einen warnen vor unnötiger Panikmache, den anderen wirft man vor, sie wollten mögliche Folgen nur herunterspielen. Gestern Nachmittag hat der Bundesinnenminister die zuständigen Länderkollegen aufgefordert, intensive Radioaktivitätskontrollen durchzuführen. In Nordrhein-Westfalen das Düsseldorfer Ministerium für Wirtschaft und Technologie. Die Fachgruppe Sicherheit in der Kerntechnik überwacht die Messungen im Bereich des Kraftwerkes Würgersen. Ergebnis dieser Überwachungen: Wir können hieran erkennen, eine gerade gezogene Linie über den gesamten Zeitraum von 4 Monaten, also auch in den letzten 3 Tagen, ist keine signifikante Erhöhung hier zu erkennen. Käme es in Würgersen tatsächlich zu einem Störfall, muss der rund um die Uhr diensthabende Physiker sofort die eingehenden Werte und Messdaten kontrollieren. Liegt das Ergebnis über der Alarmschwelle, tritt ein Einsatzplan in Kraft. Für größere kerntechnische Störfälle gibt es einen sogenannten Sonderplan. Der zuständige Oberkreisdirektor wird eingeschaltet. Die gefährdeten Gebiete werden in 3 Zonen und verschiedene Sektoren unterteilt. Je nach Windrichtung wird die Bevölkerung in nahegelegene Schulen und Säle evakuiert. Hier Bilder aus einer Übung in Würgersen. Behörden und politisch Verantwortliche werden alarmiert, die Bevölkerung fortlaufend über Rundfunk und Fernsehen gewarnt und informiert. Beispielsweise die Fenster zu schließen oder aber das verseuchte Gebiet zu verlassen. Kritiker befürchten allerdings, dass Krankenhäuser, Mediziner und Katastrophenschutzeinsatzkräfte im Ernstfall mit einem größeren Strahlenunfall nicht fertig würden. Und nun der Kommentar zu alledem. Hans Lichtleitner vom Bayerischen Rundfunk. Die Lehren aus dem schwersten Reaktorunfall der Geschichte werden uns nicht mehr so ruhig schlafen lassen wie bisher. Davon zu erfahren ist zunächst eine Sache des Zufalls. Die Kleidung eines Arbeiters, der ein schwedisches Atomkraftwerk nicht verlassen, sondern betreten wollte, wurde routinemäßig überprüft und dabei zeigten sich Spuren erhöhter Radioaktivität, woraufhin das Werk geschlossen und die Reaktoren abgeschaltet wurden. Im Ernstfall vergeht also eine ganze Menge Zeit, ehe man weiß, wo sich der Katastrophenherd befindet. Informationspolitik neigt heutzutage eher zur Menschenverachtung und nicht nur in Gegenden, in denen die Wahrheit zu sagen gleichgesetzt wird mit der Absicht, den Staat zu stürzen und Lügen noch immer die Stützen der Gesellschaft sind. Auch hierzulande würde ich dem Innenminister und dem Forschungsminister lieber nicht glauben, wenn sie sagen, dass so etwas bei uns ganz unmöglich sei. Recht haben sie natürlich insofern, als wir keine sowjetischen Reaktoren haben. Aber sie wollten mit ihrer Äußerung ja suggerieren, dass deutsche Atomkraftwerke um so viel sicherer als sowjetische sind, dass eine Katastrophe diesen Ausmaßes bei uns ganz ausgeschlossen ist. Und das entspricht nach Ansicht vieler Wissenschaftler nicht so ganz der Wahrheit. Angeblich sind Kraftwerksunion und Innenministerium ja eben dabei, unsere Sicherheitsbestimmungen denen in der DDR anzugleichen, was eine Erleichterung und keine Verschärfung bedeutet. Mut zur Wahrheit samt die erst sie ermögliche Art des demokratischen Zusammenlebens sind die beste Versicherungsagentur gegen Katastrophen. Wohin das Gegenteil führt, zeigt das furchtbare sowjetische Beispiel. Die Warnung eines namhaften sowjetischen Atomphysikers wurde totgeschwiegen. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, welche Gefahren damit verbunden sind, das Ballungsgebiet der Ukraine mit einem Netz von Atomkraftwerken zu überziehen, nur weil dort die Industrialisierung am stärksten und deshalb der Energiebedarf am höchsten ist.
Unser Schicksal hängt weniger davon ab, was wir im Weltraum alles registrieren können, sondern das zu verzeichnen, was wirklich wichtig ist. Just in diesen Tagen wurde zum allerersten Mal über ein Warnsystem bei Reaktorunfällen zwischen Ost und West verhandelt. Unser Schicksal wird vorerst nicht nur vom Zufall, sondern auch von der Windrichtung abhängen. Einer Windrichtung, die eben die radioaktive Wolke, viele sprechen schon von einer kontinuierlichen Emission, wieder in Richtung auf die Betroffenen treibt. Angesichts dessen, was da und wie passiert, beherzigt man am besten eine letzte aus österreichischen Regierungskreisen stammende Lehre: Anorak anziehen und Sauerkraut essen. Es kommentierte Hans Lechleitner. Auch in Polen ist erhöhte Radioaktivität registriert worden. Regierungssprecher Urban teilte heute mit, eine Sonderkommission beobachte die Lage. Die Hersteller von Medikamenten und Nahrungsmitteln seien zur Wachsamkeit aufgerufen worden, was auch immer das bedeuten mag. Westliche Korrespondenten in Warschau hatten heute vor allem ein Thema. Ihre bisher im Vergleich zu anderen Ostblockstaaten guten Arbeitsbedingungen in Polen werden erheblich eingeschränkt. Werner Sonne dazu. Letzte Vorbereitungen für den 1. Mai. In den vergangenen Jahren stets Anlass zu Demonstrationen der verbotenen Solidarität. Doch in diesem Jahr soll alles ganz anders sein. Polen soll als ein Land erscheinen, in dem Ruhe und Ordnung herrschen, in dem es keine Demonstrationen mehr gibt. Und das nicht nur am 1. Mai. Wichtiger noch als der Tag der Arbeit ist für Polens Kommunisten der bevorstehende Parteitag, der für Ende Juni geplant ist. Er soll vor allem zeigen, dass die Partei die Lage unter Kontrolle hat. Die Berichterstattung über oppositionelle Aktivitäten für das Fernsehen soll praktisch unmöglich gemacht werden. Gezeigt werden soll in Zukunft nur noch, was der Regierung gefällt. Solche Bilder wie noch am Tage der Parlamentswahlen im vergangenen Herbst dürfen künftig nicht mehr aufgenommen werden.